Hallo, schön dich wiederzusehen. Hast du dich schon mal gefragt, in welchem Zelt du den meisten Platz hättest? In einem pyramidenförmigen Zelt, so wie auf der linken Seite? Oder doch eher in dem Zelt in Form eines Prismas auf der rechten Seite? Am Ende dieses Videos wirst du diese Frage leicht beantworten können. Denn in diesem Video geht es um die Formel zur Berechnung des Volumens einer Pyramide. Falls du dir unsicher bist, was genau eine Pyramide ist, und wie sie beschriftet wird, dann schau dir am besten zuerst das Intro-Video nochmals an. Andernfalls freue ich mich darauf, nun mit dir ein Experiment durchzuführen. Dazu benötige ich einen Würfel und eine quadratische Pyramide. Wie du weißt, wird das Volumen des Würfels und jedes anderen Prismas berechnet, indem man die Grundfläche mit der Höhe multipliziert. Die abgebildete Pyramide hat dabei dieselbe Grundfläche und Höhe wie der Würfel. Nun werde ich gleich die Pyramide befüllen und den Inhalt in den Würfel leeren. Wie oft denkst du, passt das Volumen der Pyramide in den Würfel? Schreibe dazu eine Schätzung auf dein Blatt Papier. Ich beginne mit dem Umfüllen, damit du überprüfen kannst, ob du richtig liegst. Ich leere den Inhalt der Pyramide in den Würfel. Da ist noch reichlich Platz. Also befülle ich die Pyramide erneut und leere den Reis in den Würfel. Noch immer ist der Würfel nicht voll. Also befülle ich die Pyramide ein drittes Mal. Perfekt! Der Würfel ist voll. Das heißt, der Inhalt des Würfels ist dreimal so groß wie der der Pyramide. Daher lautet die Formel zur Berechnung des Volumens der Pyramide Grundfläche mal Höhe durch 3. Nun bist du an der Reihe. Versuche das Volumen der beiden Zelte am Beginn des Videos auszurechnen. Also das Volumen des pyramidenförmigen Zelts auf der linken Seite und das Volumen des quaderförmigen Zelts auf der rechten Seite. Ich habe dir dafür alle wichtigen Größen, die du zur Berechnung benötigst, eingeblendet. Pausiere nun das Video und vergleiche dein Ergebnis anschließend mit der Lösung. Vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Erhältst du dasselbe Ergebnis wie ich? Gratulation, das freut mich. Nun weißt du, dass du in dem Zelt auf der rechten Seite mehr Platz hättest. Falls du ein anderes Ergebnis erhalten hast, dann vergleiche deine Rechenschritte mit der Musterlösung und korrigiere, wo du anders vorgegangen bist. Wie du sicherlich soeben bei deiner Berechnung gemerkt hast, hat das prismenförmige Zelt dieselbe Grundfläche und dieselbe Höhe wie das Zelt in Form einer Pyramide. Trotzdem zeigt das Ergebnis, dass im prismenförmigen Zelt mehr Platz ist. Nun würde ich gerne wissen, wie viel größer ist denn nun das prismenförmige Zelt? Also wie oft passt das pyramidenförmige Zelt in das Zelt in Form eines Prismas? Fällt dir etwas auf? Genau, richtig erkannt. Es ist so wie bei dem Experiment von vorhin. Denn das prismenförmige Zelt ist genau dreimal so groß wie das pyramidenförmige Zelt. Das heißt, das Volumen des pyramidenförmigen Zelts passt genau dreimal in das Zelt in Form eines Prismas. Daher weißt du nun, dass die Formel aus dem Experiment von vorhin stimmen muss. Nun ist es an der Zeit, dass du dein Wissen zum Volumen von Pyramiden unter Beweis stellst. Klicke dafür auf das passende Video Mastery Pyramide Volumen. Dort wirst du herausfordernde Aufgaben bearbeiten und selbst probieren können, Volumen verschiedener Pyramiden auszurechnen. Bis zum nächsten Video.